Fertig? Ich bin schon fertig. Und jetzt füllen wir hier wieder 5 Liter Öl aus. Wir gucken gleich mal, wie viele Liter es wirklich sind. Aus dem Motorraum. Kann man sehen? Ja. Gut. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ja, das ist noch mehr als. Das ist noch viel mehr als ich. Das war wahrscheinlich auch mehr als ein Liter, den ich da rausgeholt habe schon. Ja, 2 Liter habe ich ja mittlerweile gedacht, hätte ich auch, aber es ist viel mehr. Ja, sonst hast du es ja immer mit Toilettenpapier gemacht. Ja, aber war das nicht so auffällig. Aber jetzt, guck mal. Ich weiß nicht, das ist ein 5 Liter Eimer, oder? Nee, ich muss mal gleich runter kochen. Ich meine ja. Gut. Boah. Naja, vielleicht wäre es sinnvoll, mal, dass du es mit so machst. Ja. Weil mit Toilettenpapier. Das war auch immer scheiße. Entschuldigung. Obwohl der Eimer auch immer voll ist, ne? Der Papier. Aber jetzt sieht man mal, wie viel das tatsächlich ist. Ja, vor allem. Kommen wir jetzt auch noch so weit? Weil das läuft ja irgendwo her. Das ist ja unser Treibstoff. Ja, das soll angeblich irgendwo aus dem Hohlraum laufen. Aber der Geruch, die Geruchsbelästigung ist da, ne? Ja, man riecht es. Man hat da sofort gerochen, als wir wieder runterkamen, habe ich gesagt, boah, das Ding war wieder offen. Jetzt ist die Frage, ja, Geruchsbelästigung. Ist das das ist auch, nee, das ist Diesel. Jetzt dürfen wir kein Feuer machen. Sonst brennen wir. Kannst du wieder ausmachen, ne? So.